herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, ich muss jetzt mal wieder los. Und zwar zum Jürgen. Wobei ich gar nicht weiß, wo der eigentlich sich jetzt rumtreibt. Ob der fertig ist mit dem alten Feld. Ich glaube, da waren wir ja fertig. Ich muss ihn mal gucken, ob ich den jetzt so schnell finde. So. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Eigentlich müsste er zu seinem eigenen Feld weitergefahren sein. Ich war mal gerade gucken. Es wird schon dunkel, ey, gleich. Ich müsste hier dann... Oh Gott, ich sehe nichts, ey, das ist so neblig. Ah, halt, da ist er ja. Gucken, ob der Audi auch ein bisschen geländegängig ist. Hey, los! Hey, wo bist du denn? Hier. Ah, Jürgen, servus. Und? Ja. Soll ich mit dem anderen Treffer auch hierher kommen? Das wäre gut, ich hab oben nämlich noch ein Feld. Wo oben? Direkt gegenüber hier, da oben das. Okay, hast du auch einen Abfahrer? Da oben steht ein LKW, ein Trecker mit dem Anhänger. Okay, ich überleg gerade, soll ich denn gleich zum anderen Feld fahren? Kannst du machen. Ja, alles in einen Pott von dem her. Was krieg ich denn eigentlich fürs Ernten? Ich guck, wie viel rauskommt. Ja. Je nachdem kannst du auch einen Tankgutschein oder sowas haben. Ja, wenn der gut genug ausfällt, oder? Wir machen eine Kombination. Was für eine Kombi? Naja, ich hole mir ein bisschen Diesel und krieg noch so ein bisschen Cash. Oder das. Komm, ich fahr dich gerade runter. Oh ja. Jetzt hätte ich auch noch laufen müssen. Aber Vorsicht. Oh, Allah. Oh, diese alte Schelle, ey. Volker Varuna, hallo. Hallo, Herr Varuna. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob bei dem Hexer, der war nur gemietet über Ihr Konto, oder? Ja. Gut. Und wissen Sie, ob der Resix erreichbar ist? Der sitzt neben mir. Ich mache mal gerade auf Freisprechung. Können Sie mir jetzt geben? Jupp, ist an. Hallo? Ja, kannst du mir eigentlich mal meinen Drescher wiedergeben? Ich bin am Ernten. Ja, ich auch. Also ich müsste. Das wäre dein Drescher, Jürgen. Nee, das ist mein Drescher. Das ist der Vertrag hier. Ja, den Vertrag, den er sich ausgedacht hat, aber er läuft über mich, also der Drescher. Müller, der Vertrag ist immer noch nicht ausgedacht. Ja, dann schicken wir mal endlich zu. Oh, brüll mir doch nicht so. Alter Schwede hier, voll geil. Glaub's nicht, ey. Ja, wo fährst du denn hin? Green. Ja, das ist gut. Das glaub's nicht, ey. Ey, dann nicht mit Hoppala. Handbremse, bist du verrückt? Das glaub's nicht, ey. Das glaub's nicht. Ja. Ja, gut, passt. Danke für die Hilfe, Volker. Welches Feld? 84, gell? 86. 86, okay. Tschüss. Jo. Ciao. So. Hoffentlich kriegt man das Feld auch noch schnell geerntet heute Abend. Nicht, dass es morgen wieder anfängt zu regnen. Und wir dann ein Problem kriegen. Das wäre nämlich, wenn es heute Nacht anfängt zu regnen, hätte man wieder schlechte Karten, ey. Warte mal, habe ich überhaupt das Schneidwerk hinten drin? Ja.
Perfekt. So, dann nutzen wir mal gerade hier den Feldweg. Ja, reinlenken hier. So. Der ist auch gerade breit genug für den Drescher. Wenn der ein bisschen schmaler wäre, der Feldweg, dann hätte man ein Problem. Zum Glück hat er auf dem Grünstreifen geparkt. So, ich muss auch mal gucken, ey. Das ist nämlich der Drescher vom Lohnunternehmen. Den haben wir eigentlich ja nur gemietet. Beziehungsweise geliehen, nicht mal gemietet. Hier die Wanddinger an. Naja, kommt hier. Ups. Naja, kommt hier die Polizei und dann gibt es Probleme. So. Senken, Gas geben. So, gut. Tutti. Ich hoffe mal, dass der Jürgen sich nicht lumpen lässt. Ich werde versuchen, dass wir einen Tankanhänger, den sollte ich mal bestellen, dass der nächste Woche da ist. Auf jeden Fall einen Tankanhänger bestellen oder kriegen dann. Und dann vielleicht noch zusätzlich ein bisschen Moneten. Den Händler anrufen. Da die Suppe hier. Ihr könnt auch gerne die Tage mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, weil da wird es eine neue Map-Vorstellung geben, der 1.2 Beta. Ich werde mir da ein bisschen Zeit nehmen und die auch ausführlich machen und ordentlich. Auch nochmal mit den Basics, wie ihr da die Map anlegt, was ihr mit den Daten macht, die ihr, oder mit den Dateien macht, die ihr bekommt beim Download. Da werde ich mir nochmal Mühe geben und euch das richtig erklären. So. Ich weiß gar nicht, wie voll ist denn der Kollege hier? Ja, geht halt noch. Hat noch ein bisschen Platz. Und ich muss dann auch gleich mal, wenn ich das Vorgewende fertig habe, schaue ich mal ins Tablet, um zu gucken, wie es mit unserer Produktion aussieht, Sägewerk und Co. Wenn wir da noch irgendwas machen müssen für heute Nacht, dass die auch gut durchlaufen. Vielleicht sollte ich gucken, dass ich die Kartonproduktion noch in Gang kriege. Dann könnte die heute Nacht das erste Mal laufen. Aber ich glaube, da fehlt noch das Wasser. Hm.
Dann mal gucken. Hier können wir noch ein Vorgewende fahren, ist kein Problem. Genügend Platz im Drescher. Ist nur gemietet, ist auch so ein Ding, ey, denn der kostet uns jetzt Geld. Das wollen wir nicht nutzen im Moment. Aber das Dreschen geht halt vor. Wenn schon mal Ernte ist, dann müssen wir auch da rein lang. Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna, ich soll Sie anrufen. Ja, ich würde gern was bestellen. Sie würden gern was bestellen. Würden Sie sich mich da einmal kurz umdrehen lassen, weil dann ich bin nicht weit weg von meinem Geschäft. Dann kann ich das dort direkt machen und könnte es auch abspeichern, falls Sie es bestellen wollen würden. Ja, ich will auf jeden Fall was bestellen. Aber können Sie gerne machen. Gut. Lassen wir uns nicht stressen. Rufen Sie dann nochmal an, oder? Sind Sie gleich schon dort? Ich bin jetzt 20 Meter entfernt. Okay, vielleicht können Sie sich ja einfach notieren. Es geht um den kleinen Tankanhänger. Der fürs Auto. Deshalb sollen Sie sich's notieren. So, den fürs Auto. Für Diesel. Genau, den Dieselanhänger. Da wo 3750 Liter reingehen. Ich kenne den nämlich. In der Farbe John Deere und Grün. Dieselanhänger, passt dann ja auch zu Ihrem Fuhrpark. So schaut's aus. Reifen, da weiß ich, es gibt Standard und Mitte. Okay. Gut. Ich schicke Ihnen ins Angebot, sobald ich kann. Ja, jupp, vielen Dank. Tschüss. Ja, haben Sie einen schönen Tag. Und so. So, hätten wir die Bestellung auch schon mal aufgegeben. Das ist immer gut, wenn man weiß, was man will. Dann geht es ganz einfach. Weil ich brauche natürlich einen Tankanhänger, um meine Maschinchen zu befüllen. Kann ich nämlich vom RaceX die 3750 Liter Diesel kriegen. Hab damit schon mal ausgesorgt. Oder aber, das wäre auch eine Idee, ich lasse mir einen größeren Tankgutschein ausstellen. Vielleicht über 7500 Liter. Dann kann ich zweimal den Anhänger voll machen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Müsste ich mal überlegen. Ja, gar nicht viel runter hier bei dem Feld. Ich habe nicht mal 50% jetzt im Korntank. Jürgen Bescheid geben. Jürgen?
Ja. Du, was hast denn da für ein Feld ge... Was? Was hast denn da für ein Feld ge... Keine Ahnung. Was du da für ein Feld pachtet hast. Warum? Weil da nicht... Du bist abgehakt, Volker. Schalt M. Ruf ihn an. Oh, heide, nein, zwei Telefone. Hallo, Volker, hallo, hallo? Ja. Ja. Du. Ich... Irgendwie, scheiß Funkkontakt. Muss mal an die Sendemasten überprüfen hier. Ja, mach ich mal. Nach der Ernte. Ich wollte wissen, was du hier für ein doofes Feld gepachtet hast. Da kommt ja gar nichts runter. Nicht? Nee, pff. Hab jetzt zwei Vorgewände und 50% Korntank. Ja, ist bestimmt nicht gedüngt, nix. Weiß nicht. Auf jeden Fall schlechtes Ding. Hm. Wir wollen nur mal Bescheid geben. Jo, danke dir. Jo, bis denn, ey. Tschö. Tschö. Und wir auf noch die andere Leitung. Hallo? Folge Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna. Jo. Ich wollte Ihnen sagen, wie viel es kostet. Ah ja, das ist gut. 10.800. Mit Steuern und von dir grün. Reifen können Sie sich aussuchen, kosten beide gleich viel. Was gibt's denn da? Einmal da so breite Schlappen? Ja, nicht wirklich. Also es gibt einmal so Lizard Standardbereifung, auf denen sie halt schneller zum Beispiel die Autobahn lang fahren können, oder halt Nokian, die dann ein bisschen besser sind, so für ein Feldweg mal. Ja, dann nehme ich den Nokian. Also wollen Sie den bestellen? Ja. Ach hallo, da sind Sie ja, glaube ich, oder? Sind Sie das? Keine Ahnung, sitzt auf dem Drescher. Ja, dann sind Sie es. Ja, die Jugend fährt hier aber auch mit dem Drescher rum. Aber keine Zeit. Muss ernten. Ah, es ist mein Drescher. Nee. Und ist das der Jürgen? Ey, der Jürgen benutzt meinen Drescher. Ich also, habe ein grünes Schneidwerk. Ja, und ich habe auch ein grünes Schneidwerk. Nein, haben Sie nicht. Meiner Meinung nach schon. Dann ist es vielleicht doch nicht Ihr Drescher. Also, ich sitze gerade nicht in einem Drescher. Mein Drescher ist gerade nicht auf meinem Hof, sondern in Benutzung. Ja, aber wenn Sie nicht mal wissen, wie Ihr Schneidwerk aussieht. Sagt doch wahrscheinlich grün. Ja, wahrscheinlich grün. Mhm. Oder schwarz. Okay, also bestellen Sie einfach das Ding und dann passt's. Danke. Jo, ich soll es Ihnen liefern. Nee, es dauert ja, oder? Ja, es dauert eine Woche. Ja, bis dahin hole ich es dann ab. Okay. Gut, danke. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, so, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.